Sie haben sicherlich von dem Phänomen gehört, dass Opernsängerinnen Gläser zum Springen bringen können. Jetzt gibt es aber Menschen, die brauchen nicht ihre Stimme dazu, sondern ihre Gedanken, ihr Bewusstsein. Glauben Sie nicht? Schauen Sie mal bei YouTube nach. 1989 hat Great Hardy bei Günther Jauch eben das vor der Kamera exerziert. Ich freue mich heute, den Johann Nepomuk Meyer hier zu haben, einer der umtriebigsten Autoren und Filmemacher in Deutschland, was das Thema Grenzwissenschaften, Transzendenz und in diesem Fall Psi angeht. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Grüß dich. Ich grüße dich. Danke für die Einladung. Ich hoffe, du wirst kein Märtyrer wie dein Namensvetter. Nein, also noch würde ich noch nicht im Fluss ertränkt. Ja. Das kann ja noch kommen, das weiß man nicht. Ja. Wenn ich meine Aufdeckungsarbeit in dieser Geschwindigkeit fortführe, dann wird bestimmt manchen Angst und Bange. Und das Interessante, was momentan auch passiert, ist, dass ich mittlerweile auch bei mir tatsächlich Mainstream-Wissenschaftler melden. Ich hatte ja gerade einen kürzlichen Kontakt mit einem sehr namhaften Neurochirurgen aus Kanada, der dann nur so höflich schreibt, das ist ja sehr interessant, was Sie da machen, etc. Bleibt scheinbar nicht unbemerkt. Heißt das, dass du auch deine Filme auf Englisch vertreibst? Nee, aber manche von denen sind auch der deutschen Sprache mächtig. Oder ich korrespondiere den dann natürlich mit denen in Englisch und erläutere ein paar Dinge. Für unsere Zuschauer ist es vielleicht nicht uninteressant zu erfahren, wie ein Mensch zu solch einer Energie kommt, solche Themen zu beackern. Das war mit Sicherheit nicht seit Kindesbeinen an, oder? Jein. Das habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal, wer mich kennt die Story mit der verstorbenen Schwiegermutter, die uns dann, sage ich jetzt mal, ja, jeden Samstag um 11 Uhr, sage ich jetzt mal, mit ihrem Lachen beglückt hat in unserem Haus. Ja. Eine Stimme aus dem Nichts. Das war der Trigger, eigentlich in diese grenzwissenschaftlichen Bereiche tiefer einzusteigen. Und hast dich gleich beim Senkowski gemeldet, oder was? Nein, der war leider da schon verstorben, aber beim Dr. Walter von Lukadu. Ja. Aber dieses Thema der Wissenschaft hat mich schon seit frühester Kindheit. Andere haben KMI gelesen und ich habe halt naturwissenschaftliche Bücher gelesen und war da relativ gut bewandert. Bis zu dem Zeitpunkt, da ich mir gedacht habe, oder habe natürlich auch gedacht, diese ganzen Phänomene, alles, was hier auftaucht, konnte ja in den letzten 500 Jahren durch die Aufklärung ja sehr viel wegdiskutiert werden oder wegrationalisiert werden. Und dann dachte ich mir, gut, auch diese letzten Phänomene, die man, von denen man immer wieder mal was hört, ist gleich das Gleiche, irgendwann verschwinden die und dann kann man die erklären. Ja. Dieses Phänomen hat mich aber dazu bewogen, tiefer hinzusehen, weil ich gesagt habe, eine Stimme aus dem Nichts, kann man nicht vorstellen, physikalisch. Und es war sogar, dass deine Frau das gehört hat? Oder? Jeder, der im Hause war, jeder, der das nicht glauben wollte, kam zu uns und hat sich dann in den Raum aufgehalten. Und dann hat er das mithören oder mit aufzeichnen können. Wir haben es auch aufgezeichnet, habe ich auch in meinen Vorträgen mit drin. Und dann ist die Deckungsreise dann erst richtig losgegangen. Und die ist jetzt 5 Jahre zurück, also diese intensive Reise. Ich habe auch meine andere Beratungstätigkeit zur Kommunikation etc. völlig eingestellt, mache nur noch mehr diese Arbeit. Was bist du von Hause aus? Also was hast du mal gelernt? Ich habe gelernt in der Druckerei Schriftsetzer und habe dann ein Betriebswirtschaftsstudium angehängt und war da sehr viele Jahre als Geschäftsführer von Marketing- und Werbeagenturen tätig und seit 1995 eben selbstständig im Thema Kommunikationsberatung, Schwerpunkt, Strategie, Ausrichtung und so weiter. Und habe das über fast 20 Jahre gemacht und mit dieser Arbeit habe ich das eingestellt und habe mich hier voll und ganz dem Thema gewidmet. Und ich bin ja immer einer, der dann immer, glaube ich, in Folge an eine Sache rangeht. Und das Interessante dabei war, dass ich mir gedacht habe, diese Paarphänomene oder das mit dieser Stimme etc., das ist vielleicht auch schnell erklärt, aber es hat dazu geführt, dass es das komplette Weltbild gedreht hat. Also alle diese Dinge, die ich mir jetzt angeschaut habe, vielleicht drehen wir noch drüber, ist eigentlich das Gegenteil wahr. Mhm. Und das ist erschreckend. Und dann sagen wir die Menschen immer, Nepomuk, wenn das stimmen würde, dann hätten wir doch das im Fernsehen, dann würden natürlich auch offizielle wissenschaftliche Magazine darüber berichten. Und dann sage ich zu denen, ja, die berichten auch darüber, nur ihr lest es nicht.
Das heißt, du hattest dir durch deine Arbeit da so einen Puffer. Ich bin immer sehr pragmatisch. Wie macht man sowas? Sich auf den Weg machen bedeutet ja auch ins Unsichere zu gehen. Ja, erstmal hatte ich einen Puffer. Und das Zweite war aber das, dass es relativ gut angelaufen ist. Es hat eine relativ gute Resonanz hervorgerufen, sodass ich immer wieder auch die Mittel hatte, weiterzutun. Das heißt, du hast Verleger gefunden? Ja, ich habe Verleger angerufen, ich habe mehrere Verleger etc., die mich hier unterstützt haben. Die haben gesagt, okay, wir fördern deine Arbeit, wir unterstützen dich und wir vertreiben deine Produkte etc. Und somit war ich auch, sag ich mal, so, dass ich weitermachen konnte. Mhm. Und da helfen dir sicherlich auch persönliche Beziehungen oder war das richtig Kaltakquise? Völlig kalt. Also die sind alle auf mich zugekommen, komischerweise. Ich habe überhaupt noch nie akquiriert. Spannend. Ja. Das heißt, du hast durch deine... Den ersten Film, also jenseits des Greifbaren, hat ihn dann selber, sag ich mal, auf Amazon oder verlegt. Und die hatte dann innerhalb von... Das war auch ganz witzig, weil ich nicht gewusst habe, wie viele Leute kaufen denn dieses überhaupt eine Zielgruppe in Deutschland. Ja, das haben wir eigentlich für meine Aufklärungsarbeit gemacht. Und haben gesagt, okay, dann presse ich mal oder brenne mal 300 DVDs. Das habe ich dann gemacht. Und dann waren die relativ schnell weg innerhalb von ein paar Tagen. Und dann wieder zum Lieferanten, wieder 300 und wieder 300 und wieder 300. Zu Hause eingepackelt, richtig plan, alle, die ganze Familie, was ich, ein Redenskuvert beschriftet, rausgeschickt. Dann haben wir gesagt, also die Arbeit können wir gar nicht mehr machen, das geht nicht. Und dann hat sich ein Verlag gemeldet und hat das gesehen, was ich da für einen Film habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte noch einen zweiten in der Pipeline. Ja, der hilft ja ein bisschen mit der Finanzierung und so weiter. Und dann hat das eine Fahrt aufgenommen, die ist unglaublich. Spannend. Spannend. Ja, der zweite Film ist ja dann auch gleich Spiegel-Bestseller geworden, diese Illusion Tod, das ja auch zeigt, dass die Menschen tatsächlich an diesen Themen Interesse haben. Absolut, weil es ein Tabuthema ist. Ja, und wenn man sich das anschaut, das ist ja heuer gemündet in dieser Sendereihe Timeless, die ich gemacht habe für die amerikanischen Unternehmen, diese Skyer aus Paula, das wir über ein halbes Jahr auch, also bis zum Ende Oktober ist das ausgestrahlt worden bei Olango TV, Reni TV und Primetime TV und hatten täglich tatsächlich 400.000 Zuseher. Und das ist natürlich für einen Sender, der nie beworben worden ist, der außer über die Social Media, über mich ein bisschen also Werbung erfahren hat, also sensationell. Also diese Einschaltquote muss man erst einmal, sage ich mal, im Mainstream erreichen. Ich will ja, okay, das ist abgegangen wie eine Rakete. Und wenn man hier sieht, was du für Filme schon gemacht hast und auch Bücher geschrieben, Hammer. Und wie du in der Welt rumgereist bist. Hast du über diese Stimmen hinaus auch schon selber eigene Erfahrungen nochmal gemacht mit Psi-Phänomenen? Ja, in zweierlei Hinsicht. Also eine Lichtwiesenerscheinung hatte ich schon mit 17, 18 bei mir im Zimmer. Die hat er aber lange Zeit verdrängt. Ich hatte auch mit 18 bis 21 auch immer so an so Sitzungen teilgenommen mit, sag mal, Tischlrücken und Hexenbrett und so eine Dinge, wo auch diese Phänomene aufgetaucht sind. Und was ich natürlich jetzt erlebe, sind diese Phänomene, wenn ich meine Protagonisten besuche. Also zum Beispiel der Benedikt Mara, der im neuen Film drin ist. Er wurde auch gerade von der GOBP, also der Skeptikergemeinschaft hier in Deutschland, auch getestet in der Uni Würzburg und hat in diesem Testlauf einer der ersten seit 15 Jahren auch bestanden. Den ersten Teil im Jahr, glaube ich, kommt der zweite. Da sieht man auch, dass diese Protagonisten, diese Leute, die bei mir drin sind, tatsächlich das können. Und da sind natürlich die Wissenschaftler, die horchen dann auf und sagen, da ist jemand, der kann Gegenstände mit seinem Geist bewegen, der kann, in meiner Timeless-Sendung war der so, da hat er eine Uhr zum Laufen gebracht, so eine große Wanduhr, da habe ich die Batterie raus. Dann fährt er mit seiner Hand über diese Uhr, so 2-3 Minuten, dann ist die für 1,5 Stunden ist die gelaufen. Ohne Batterie? Ohne Batterie. Die Kameraleute haben dann hinter die Uhr zerlegt und gesagt, was läuft denn hier? Das waren ja Kameraleute vom Bayerischen Rundfunk und so weiter, die ich hier dazu gemietet hatte. Die waren nach dieser Sendereihe völlig, völlig aus dem Häuschen, weil ich gesagt habe, das gibt es ja gar nicht. Doch gibt es. Und da erlebe ich diese Dinge natürlich dann auch live. Würdest du sagen, dass das nur wenige können? Oder würdest du sagen, dass potenziell jeder Mensch dazu in der Lage ist? Ja, potenziell ist jeder Mensch dazu in der Lage. Das ist wahrscheinlich wie mit jedem Talent. Der eine kann schneller Klavier spielen lernen und der andere braucht das ganze Leben lang, bis er Händchen klein bekommt. Das wäre bei mir der Fall. Also sind die Talente unterschiedlich gestaffelt. Aber ja, wenn ich diesen Benedikt Maurer, der hat auch ganz langsam begonnen, versucht, hier einen Gegenstand in Bewegung zu bringen. Und hat das seit 15 Jahren, übt er da wie ein Verrückter.
Und es wird immer besser. Also das kann man tatsächlich trainieren. Ne? Ich hab jetzt das kurze Video mit dem Great Hardy von 1989 im Vorspann unseres Treffens hier gesehen. Und der hatte dann auch gesagt, viele versuchen das. Und dann kommt irgendwann der Punkt, ach, das geht ja sowieso nicht. Also hör auf, das geht ja sowieso nicht. Und dann sagt er, und genau da musst du durchgehen. Ganz genau. Da musst du durchgehen, so nach dem Motto, alle sagten, es geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Genau, ich habe ja auch vor kurzem dem Verwalter von dem Dr. Pater Resch, der ist aus Innsbruck, der sein ganzes Leben lang, sage ich mir, an diesen paranormalen Dingen. Lebt der noch, der Resch? Nein. Ja, der lebt der noch. Der lebt noch. Ja, freilich. Ach, guck einer an. Und dem sein Archiv durchstöbert und da kriege ich auch immer sehr viel Material, Filmmaterial, Dokumentmaterial von dem. Und den hast du besucht? Ja, ja. Okay. Und da habe ich auch einen Beitrag drauf, auch von diesem afrikanischen Medizinmann von den Owaku. Hier ist er jetzt nicht Der ist da nicht abgebildet, aber der ist vor laufender Kamera hier levitiert. Ich halte es mal in die Kamera. Phänomene jenseits der Logik. Ja? Genau, da kriege ich natürlich auch immer wieder Angriffe und sage, ja, jenseits der Logik, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, aber diese Phänomene bewegen sich halt außerhalb unserer materialistischen Logik. Die Logik spielt ja keine Rolle, weil, wenn wir ehrlich sind, seit der Quantenphysik gibt es ja keine Logik mehr, weil diese Entstehung von Materie außerhalb der Logik liegt. Ne? Es gibt ja nur Wirken und keine Ursache-Wirkungsprinzip, das haben wir ja schon seit 100 Jahren über die Bühne geworfen. Was hast du durch den Resch erfahren? Der hat natürlich auch sehr viele Kongresse auch veranstaltet und er hat hier unzähliges Material an Tonaufnahmen, Videoaufnahmen und glaube ich 17.500 Bücher, all zu diesen Themen. Gar nicht gewusst, dass es so viel gibt auf diesem. Ja. Und ich bin dort dabei, immer wieder Material zu sichten. Und der Magister Oberlechner, der das Archiv verwaltet, der sucht auch immer wieder für mich und stellt mir wieder so Sachen zur Verfügung, wenn ich sage, ich brauche zu dem oder zu dem irgendwie Informationen. Aber was interessant ist, sind diese Wunder, die dokumentiert sind. Mhm. Ein Fall von einer Dame aus Damaskus, die seit 1981 hier eben ein Wunder vollbringt, die ja, transpiriert oder schwitzt sich an den Händen Olivenöl aus. Oh, ja, und dann, natives? Ja, Oliven, ja genau, das war natürlich gleich ein riesen Aufruhr, weil da sind natürlich dann Ärzte gekommen und was ich, und dann ist der Geheimdienst gekommen und hat gesagt, naja, wenn du hier irgendwelche Faxen treibst, dann hacken wir mir die Hände ab, die sind da nicht ganz zimperlich. Und ja. Dann konnte man aber das bestätigen, dass das tatsächlich irgendwie aus welchen Gründen auch immer passiert. Und das Interessante ist, dass es eine kleine Ikone, die an der Wand hängt, die der Vater mitgebracht hat, die Mutter Gottes zeigt, hier auch eben Olivenöl austransportiert. Ein Glas in der Stunde. Ja. So kann man auch Olivenöl produzieren. Ja, und das läuft ja seit 1981 immer noch. Und die bekommt dann Stigma, da wird die untersucht, wie lang die Wunde ist, wann die auftaucht, wie die wieder verschwindet, etc. Ohne Narbe. Da sind natürlich die Wissenschaft völlig überfordert. Da gibt es einen 800-seitigen Untersuchungsbericht. Ja. Aber da hört man bei uns gar nichts davon. Und trotzdem scheint es ja sich zu wandeln. Also ne, wenn ich zurückdenke an Anfang der 90er, als ich in so einem Forschungsinstitut gearbeitet für nachmaterialistische Naturwissenschaft, da wurden wir verlacht, vom Spiegel zerrissen, Aura der Möhre. Ne, und so ein Magazin sagte, wie kann man ABM für so einen Schwachsinn, also öffentliche Gelder für so einen Schwachsinn ausgeben. Das hatte auch seine Wirkung, dieser Artikel. Und mittlerweile ist das ja sogar sozusagen im Mainstream angekommen. Ich meine, eben Alexander, ne, mit seinem Es gibt ja Buch immer noch so. Viele Skeptiker oder diese Hardliner, die sagen, nee, das ist eine falsche Interpretation. Aber es gibt ja unzählige Parapsychologen, und wie zum Beispiel den Dr. Dean Reddin, der hier auch seine Forschungsarbeiten macht, über Jahrzehnte schon hinweg. Und die alle kommen zum gleichen Ergebnis. Sagt, diese Phänomene, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Die sind dokumentiert, die sind real. Mhm. Das Problem ist nur, wir verstehen sie eben nicht, weil sie nicht in unserer Logik passen. Nicht in unsere Physik und in unsere Mathematik und unsere Dinge, die wir hier zumindest nicht in die newtische Physik. Ja, nicht in diese Quanten, in diese klassische Physik, mit der wir hier rechnen, mit diesem Mittelwertphysik.
Das liegt außerhalb. Offensichtlich dieses Thema, und jetzt haben wir beim Bewusstsein, das ja lange Zeit als Epiphänomen galt, also etwas, ja, du bildest dir nur ein, dass du bist, du hast eigentlich gar keins. Das Bewusstsein steht ja in Zusammenarbeit mit Kollektiv und alles Mögliche und ist im Gehirn und diese ganzen Neuronen und Botenstoffe etc. erzeugen halt, oder wie man weiß man auch nicht. Erzeugen Bewusstsein. Und da werden ja wirklich Milliarden von Geldern ausgegeben. In Europa gibt es jemanden, die wollen jetzt gerade dieses ganze Gehirn nachsimulieren im Computer. Um herauszufinden, wo jetzt das Bewusstsein jetzt herkommt. Ne? Nein, ist nicht wahr. Ja, aber für Sie die Forschungsergebnisse, da kriegst du keine 5 Euro. Das ist ja wirklich unglaublich. Jetzt weiß man durch die vielen, vielen Tausenden von Forschungsberichten, von diesen Abermillionen von NATO-Erfahrenen, ganz zu schweigen, ja, dass das Gehirn offensichtlich was mit Bewusstsein zu tun hat, aber nicht der Initiator des Bewusstseins ist, sondern eher sowas wie Radioempfänger oder Receiver, wie auch immer. Genau. Ich bin auch im Kontakt mit dem Dr. Gary Schwartz an der Arizona-Universität. Die hat auch eine Foundation gegründet und die entwickeln gerade ein Soulphone. Ein Soulphone. Ja, das ist okay. Sich ein bisschen schräg an. Aber Seelentelefon. Ja, die wollen versuchen, tatsächlich auf die andere Seite rüber zu telefonieren oder einen Kontakt herzustellen. Und da gibt es ja schon viele, die das können. Ich habe auch den Hans-Otto König hier dokumentiert, der über seine technischen Anlagen hier bis zu 20 Minuten Dialog mit der anderen Seite führen kann, mit Frage und Antwort. Ja. Ich hatte in meiner Also Dame, richtig auch phonetisch. Ja, das kannst du mithören. Das kommt auf Lautsprecher und dann wird es aufgezeichnet. Ja. Und zwar ganz klar und deutlich. Weil bis mit den Tonbandstimmen in den 60er, 70er Jahren und losgegangen ist, waren sie nur 1,5 Sekunden etwa, also ganz kurze Sequenzen, dann hat man nicht mehr gewusst, wird hier was reininterpretiert oder nicht. Diese Stufe haben wir schon lange hinter uns. Auch eine Sonja Rinaldi, die ich mich im Januar nächstes Jahr treffe, die ist in Mexiko zu Hause, die macht über 30 Jahren auch schon diese ITK, also diese instrumentelle Transkommunikationsforschung. Die hat ein ganz neues, ein technisches Objekt gebaut, die hat so eine Art Luftballon, in dem ist nochmal einer drin, also transparente, ein Ballon. Der wird mit verschiedenen Lichtern angestrahlt, dahinter ist eine Glasscheibe, wo Wasserdampf aufsteigt. Und dann kannst du das mit dem Handy mitfilmen, wie sie dann auf diesem Ballon tatsächlich diese verstorbenen Gesichter, also von Menschen, die verstorben sind, diese Gesichter zeigen, hauptsächlich von den anwesenden Leuten, die in dieser Sitzung teilnehmen. Ja. Ich habe da über 140 Seiten an Videos und Dokumentationen, die habe ich letzte Woche bekommen, da ziehst du wirklich die Schuhe aus. Was alles schon möglich ist und welche verschiedenen Techniken das gibt, offensichtlich sind diese Frequenzüberlagerungen, diese Unschärfe, das, was diese andere Seite modellieren kann, um sie sichtbar zu werden. Aber die macht es auch mit Ton dazu. Mit Ton, ja. Also ich kenne ja einige Menschen, die halt mit Verstorbenen sie wahrnehmen können, einschließlich der Kommunikation. Da kann man immer nur sagen, gibt es oder gibt es nicht, weil ich muss ja dir vertrauen als Medium. Ja, nicht. Genau. Aber wenn ich das selber sehe, wenn ich dabei bin und kann denen eine Frage stellen und er gibt eine Antwort, dann hat es ein Gesicht. Aber was gibt es denn da für einen Zweifel? Eine Trauerrednerin, also ehemalige Trauerrednerin, hat mir erzählt, dass sie, während sie die Trauerreden schrieb, hatte sie Besuch von denen, die verstorben waren, und die haben ihr quasi diktiert, was sie bitte unbedingt da reinschreiben sollten. Und die Zuhörer waren natürlich völlig aus dem Häuschen, weil woher weiß die das, dieses Detail? Also auch die Angehörigen, das haben wir nie, A, zum Teil nicht gewusst und B, nicht bei dem Trauergespräch gesagt. Also immer mehr Menschen auch haben sozusagen ihr Coming Out und gesagt, hey, das ist für mich schon seit Das ist ja auch etwas, was mich inspiriert. Außer, sage ich mal, Geld zu verdienen. Weil das Geld, sage ich mal, verdienen, kannst du sowieso vergessen, das reicht vielleicht, sage ich mal, bis zum nächsten Projekt. Aber die Immerhin. Ja, die Motivation liegt aber darin, wenn Menschen eben mich anrufen und sagen, Herr Mayer, also aus unterschiedlichen Gründen. Erstens einmal Menschen, die bestimmte Erlebnisse hatten und sagen, ich kann da mit meinem Hausarzt nicht drüber sprechen. Die haben schon gesagt, wenn ich den nicht aufhöre, dann weist er mich in die Psychiatrie ein und alle diese Dinge. Und ich habe natürlich die entsprechenden Kontakte und dann werden sie plötzlich ernst genommen. Und dann rufen sie mich hinterher an oder schreiben mir einen Brief und sagen, Herr Mayer, ich seit 30, 40 Jahren, wie auch immer, habe ich ein Problem. Jetzt ist das Problem gelöst. Und diese Beschränkung, die ich im Leben hatte, ist weg. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, weil man sagt, was bringt denn das ganze Wissen? Ja. Wenn ich sage, schön, dass ich weiß, dass es Geister gibt und das Leben nach dem Tod. Aber wenn ich weiß, dass hier meine Beschränkungen aufhören, dass ich mir plötzlich wieder mehr Sinn im Leben finde, wieder
einfach wieder wohlfühle, glücklich bin, dann hat es ja was jemand geholfen. Oder Menschen, die mir schreiben, sagen, Mensch, Gott sei Dank, Herr Mayer, aufgrund von Ihrer Arbeit sehe, dass ich nicht berückt bin, dass viele andere das Gleiche erlebt haben, was ich erlebt habe. Darum geht es. Ganz genau. Also Rupert Sheldrake, du hast ja für einen deiner Filme auch den Rupert in England besucht. Ja. Dessen Verdienst ist aus meiner Sicht eben, dass er die Phänomene zum Beispiel zwischen Haustieren und Telepathie-Sachen, dass er sie ernst genommen hat, dass die Menschen sich durch ihn ernst genommen fühlten, und er hat einfach vorurteilsfrei Tests gemacht. Und siehe da, ne, das Beispiel mit dem Ninkisi, ne, dass der Papagei ja im anderen Raum kommentieren konnte, was sein Frauchen Amy da gerade angeguckt hat. Ja, für den Rupert Sheldrake ist ja Telepathie ein ganz normaler Sinn, der halt relativ verkümmert ist, den man nicht nutzend. Ja, ich hatte einen Hirnf oder einen Psychiater hier zu Besuch, den mich das so ein bisschen erzählt hat. Und gesagt, nee, an Telepathie glaube ich nicht. Ja, also, das heißt immer, glauben. Das ist, ja, das geht überhaupt das schon lange nicht mehr. Nicht wissenschaftlich, wenn man so etwas sagt. Es geht schon lange, ja eben, es geht aber schon lange nicht mehr um Glauben, sondern um Fakten. Und das ist ja, glaube ich, die schwierige, Menschen an diese Thematik ranzuführen, weil ich sage, ich schaue mir gar nicht an, weil das kann ja nur Unfug sein, weil wenn es wahr wäre, dann wüsste ich es. Darum sind auch in meinen Vorträgen, oder wenn ich aber den Kinoabend mache, oder wie auch immer, doch mehr Frauen, also sehr großer Frauenanteil, und die Männer gehen halt manchmal mit und sagen, okay, wenn die Frau geht nicht alleine, gehe ich mit, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass wir irgendwas wissen oder irgendwas wissenschaftlich was gibt, was sie noch nicht wüssten. So habe ich auch gedacht, ich möchte denen aber vorteilen, das ist ja auch meine Denke vor vielleicht 15 Jahren. Aber wenn wir gerade beim Rupert Sheldrake sind, es hat ja in den 90er Jahren, glaube ich, von 93 bis 97, 98 gab es ja diese sogenannten Skoll-Experimente. Welche? Skoll heißen die. Skoll? Ja, das war ein kleiner Ort in England, der heißt Skoll geheißen, und da war eine Meditationsgruppe oder eine Seancengruppe. Robin Foy und Frau etc. und noch eine Dame, die haben Seancen durchgeführt. Und in diesen Seancen sind unglaubliche Dinge passiert, Lichtphänomene, Geistererscheinungen. Und das haben natürlich auch die Wissenschaftler gesagt, okay, das ist interessant, da möchte ich auch dabei sein, das wollen wir jetzt einmal wissenschaftlich dokumentieren. Mhm. Und was da passiert ist, das war ja eigentlich unglaublich, das war eigentlich für die damaligen Zeit, die Wissenschaftler, die dabei waren, haben gesagt, das ist für uns der Jenseitsbeweis. Die hatten unbelichtetes Fotomaterial mit in die Seance genommen, auch Videokameras mit Video, mit Band drauf, wurde aber nichts eingeschaltet und alles auch verschlossen, nochmal in der Behälter, und da war tatsächlich auch unzählige Fotos drauf, Schriften drauf und mit Unterschrift von demjenigen Verstorbenen, der das beschrieben hat, Videoaufnahmen drauf von jenseitigen Tätigkeiten. Da hat es alle in den Schuhen ausgezogen, und diese Experimente wurden in ganz Europa gemacht, und was ich, wie viele Wissenschaftler, dass da dabei waren, von denen hörst du nichts. Also das kann man auch gar nicht widerlegen, also da wird es auch gerne aufgegriffen. Also wie gesagt, wenn man hier anfängt, irgendwelche Sachen aufzuzählen, dann sitzen wir hier wahrscheinlich 3 Monate da. Darum sind ja auch so viele Filme entstanden, weil das Material so umfangreich ist. Ja. Ich würde dieser Frage, was bringt mir das in meinem Leben, in meinem alltäglichen Leben, wenn ich sehe und für wahr halte, dass wir über weitaus mehr Fähigkeiten verfügen, also durch unser Bewusstsein. Ich meine, die Quantenphysik ist 100 Jahre alt und sie ist noch nicht angekommen. Die Implikationen, ne, der Quantenphysik, dass das Bewusstsein das Experiment da auf Mikroebene beeinflusst, dass es abhängig ist vom Bewusstsein des Beobachters. Ja, das ist ja nicht nur das, ich habe das auch schon immer wieder, ich versuche das immer wieder zu wiederholen. Wenn man den Hans-Peter Dürr reden hat gehört, wenn man sagt, was wir herausgefunden haben mit dieser Quantenphysik, der sagt eigentlich mehrere grundlegende Dinge. Erstens ist Materie gar nicht auf Materie aufgebaut. Zweitens gibt es nur Verbindungen, aber nichts, was miteinander verbunden ist. Was miteinander verbunden ist. Was übrig bleibt, ist die Form, aber nichts, was eine Form hat. Und was am Grunde ist, was wirkt, ist etwas kreativ Lebendiges. Man könnte es auch Geist nennen. So hat Hans-Peter Dürr gesagt, wenn man es mit dem Computer vergleicht, ist nicht die Hardware übrig geblieben, sondern die Software. So, jetzt wissen wir seit 100 Jahren, dass ein kreativ lebendiger Geist hier wirkt, der dann eben diese lebendigen Entitäten hervorbringt, wie wir welche sind. Alles ist aus geistiger Natur. Wenn man genau hinschaut, ist diese Materie nur ein Druckbild.
Und Bewusstsein die Basis des Seins. Das stellt natürlich alles in Frage, was wir hier als materialistisches Weltbild hier postulieren. Denn vielleicht sollte man dieses materialistische Weltbild. Ja. Das materialistische Weltbild ist ja auf Spaltung und Trennung aufgebaut. Wenn wir unser ganzes Schulsystem anschauen, ja, Mathematik, Musik, Physik, alles wird separiert. Ja. Und hast du die Teile in der Hand, was fehlt, ist das geistige Band. Das heißt, auch schon in der Schule fängt es doch an, dass das auseinanderdividiert wird. Und was du vom Dörr eben gesagt hast, es gibt nichts Unverbundenes. Ja, und vor allem die Kreativität, die in jedem innewohnt. Jedes Kind ist ja ein Forschergeist, der auf die Welt kommt und möchte die Welt entdecken. Ja. So, jetzt fangen wir mal an mit dem Kindergarten, wie immer in der Schule, den zu konditionieren und zu sagen, wie er die Welt zu sehen hat. Mit 7, 8 Jahren ist natürlich die Konditionierung relativ schon mal abgeschlossen. Dann verschwinden auch meistens diese Phänomene, was diese Kinder erleben, kommentieren können. Und in der Pubertät passiert dann der zweite Schritt und dann sind sie, sage ich jetzt mal, alle sozialisiert. Ne? Dann wisst man, wie hier dieses offizielle Weltbild, das in der Schule gelernt wird, weil das am besten lebt. Ja. Indem, dass man fleißig natürlich seinen Beruf nachgeht, ob der Beruf Spaß macht oder nicht, ist ja egal. Man verdient sein Geld, man muss seine Miete zahlen, alle diese Dinge. Und versucht dieses Glücklichsein oder in diesem Konsum, sage ich jetzt mal, zu befriedigen. Ne? Darum haben wir hier Wachstum ohne Ende und Kaufen ohne Ende und Werbung ohne Ende. War ja selber einer der Werbetreibenden, der versucht hat, den Leuten irgendwas zu verkaufen, was sie vielleicht gar nicht brauchen. Und das hat uns natürlich jetzt auch an den Rand unseres Wirtschaftens zur Globalisierung gebracht. Ne? Jetzt haben wir natürlich diese Klimakrise, wo auch immer die herkommt, dass der Mensch der einzige Ursache ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber zumindest ist er zum großen Teil daran beteiligt. Und jetzt stehen wir hier und haben keine Lösungen mehr. Die Politik und die Mächtigen und das Geldsystem sagt natürlich, nee, wir wollen dieses System nicht changen. Das gefällt uns wunderbar, dass wenige das meiste Geld haben und können machen, was sie wollen. Und die Restlichen sollen hier in diesem Hamsterrad gefangen bleiben. Nun verstehe ich dich auch ganz gut, wenn Menschen sagen, ja, im Alter zwischen, sage ich mal, 15 und 35, 40, die zu meinen Themen kaum einen Zugang haben, weil die sind ja, sage ich mal, so beschäftigt mit den ganzen Tag mit Arbeiten gehen etc., dass die abends nach dem Klaus Kleber seine Nachrichten vielleicht, sage ich mal, noch ins Bett fallen oder vielleicht noch irgendwo, keine Ahnung, mal einen Post absetzen in Facebook und zu surfen, aber doch nicht sich um ein neues Weltbild zu kümmern oder zu sehen, ob die Welt vielleicht in Wirklichkeit ganz anders ist, als wie uns vorgegaukelt wird, weil die kommen ja damit ganz gut zurecht. Nur übersehen sie natürlich, dass sie einen großen Teil ihres Lebens wahrscheinlich in eine Richtung manövrieren, wo dann irgendwann ein Punkt kommt, mit 40, 50 und sagen, war es das jetzt? Kann das das gewesen sein? Manchmal erleben sie dann Burnout, keine Ahnung, es kommt dann irgendein Stopp und dann beginnen sie darüber nachzudenken und das ist dann die Phase, wo sie dann auf meine Arbeiten stoßen oder auch die Arbeiten meiner Kollegen und plötzlich erkennen, irgendwas läuft hier schief und dieses Bild, was wir von dieser Realität haben, stimmt so nicht. Und wenn man dann das erkannt hat, wenn man dann tatsächlich seinen Fähigkeiten, Kreativität oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt den Mut, das zu tun, was ich eigentlich schon immer tun wollte, dann löst sich was auf und der Sinn des Lebens, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, es geht ja nicht ums Glück im Leben, sondern um einen Sinn zu finden. Ja. Und der Sinn, das zu tun, was mich schon immer tun wollte, ist natürlich mehr wert als jedes Geld. Also was du vorhin sagst mit den Forscherseelen, dass die Kinder, als wenn wir Kinder sind, sind wir Forscher. Ja, und ich habe so eine Mindmap entwickelt, so eine Ich-Mindmap. Und meinst du, wie oft da das Wort Entdecken und Forschen und Neues drauf vorkommt? Aber der Alltag der Menschen sieht anders aus. Ja? Nämlich Routine. Ja? Wie heißt das? Paolo Coelho, wenn du glaubst, Abenteuer sei gefährlich, versuch's mit Routine. Die ist tödlich. Also, dass wir sozusagen konditioniert sind in dieser Routine und gar nicht mehr merken, wo ist eigentlich unser Forschergeist geblieben. Und diese Psi-Phänomene, aber auch überhaupt das Geistige, ist für mich wie eine weiße Landkarte, die entdeckt werden will. Ja, also ja, weil diese ganzen Erkenntnisse, die in diesen 7 Büchern und 10 Filmen entstanden ist, zeigt ja eigentlich, dass alles möglich ist. Es kommt auf die Konditionierung drauf an und wie ich diese Welt, sage ich jetzt mal, von klein auf lerne zu sehen und anzuwenden. Weil
wenn man jetzt einmal die Quintessenz aus dieser ganzen Arbeit rausnimmt und das auch, wo die Forschung jetzt gerade hinausläuft, vielleicht noch nicht in 5 Jahren, aber vielleicht in 20, 30 Jahren wird es Standard sein, dass wir wissen, dass wir in einer virtuellen Simulation leben, dass diese Realität nichts anderes ist als Bits und Bytes und unser Bewusstsein diese Realität schaltet und macht und kreiert über unsere Sinne nach außen projizieren. Je nachdem, wie ich mit diesem Input umgehe, mit dieser Information, denn außerhalb von uns gibt es ja Informationen, kann ich mir auch eine andere Realität gestalten. Nur, dass das halt ein kollektives Produkt ist. Natürlich, wenn mehr an einem kollektiven Produkt arbeiten, dann kann ich diese Realität auch umgestalten. Und das zeigen auch diese Psi-Phänomene, dass ich im Kleinen persönlich Dinge machen kann, die in unseren Naturgesetzen nicht möglich sind, aber natürlich nicht darüber hinaus das verändern, weil da gehört mehr dazu. Da müsste ein Kollektiv hier was verändern. Das heißt, die Veränderung ist tatsächlich auch möglich. Und jetzt haben wir wieder so weit. Das heißt, was bringt uns das in diese Gesellschaft? Und das ist jetzt genau meine Rede. Ich sage, ich kenne so viele Menschen mit Sonderfähigkeit, möchte ich es jetzt einmal bezeichnen. Mhm. Wir sagen, ja, da gibt es jemanden, der kann gut singen. Das ist eine Sonderfähigkeit. Der kann musizieren, der kann zeichnen, der kann malen, der kann Theater spielen. Diese Sachen sind ja relativ gut akzeptiert. Mhm. Aber wenn da Menschen kommen, dann kann ich sagen, ich kann mit irgendwas kommunizieren, das nicht menschlich ist. Ich kann hier Informationen aus anderen Realitäten abgreifen, die hier auch Informationen für uns haben, die wir verwenden können. Ich habe hier Informationen, ich kann Felder auslesen, die ich nicht kann. Ich sage jetzt ein Beispiel, damit man damit was anfangen kann. Ja. Ich habe einen Mahantra Schmidt, heißt der, der wohnt auch in der Nähe von Freiburg. Der hat zum Beispiel die Fähigkeit, Informationen, die kommen, überkommen ihn. Beispiel, der fährt auf der Autobahn, kommt an einem Windrad vorbei und bekommt instantan die Information, kompletten Bauplan von diesem Windrad, was alles, wer das aufgebaut hat, wem die gehört, inklusive Telefonnummer, und ruft diese Dame dann an, die in dieses Windrad gehört, und sage, bitte überprüfen Sie dieses Windrad, da wurde Folgendes falsch gemacht, das hat nur 50% Wirkungsgrad, das müssen Sie reparieren lassen. Das klingt nach Edgar Cayce jetzt. Zack. Und so bekommt ihr das bei Firmen, bei Privatpersonen, wenn ein Ort, sage ich mal, Platz saniert werden muss, etc., wie die besten Laufwege sind, etc., der bekommt instantan die komplette Information, wie es sein sollte, damit es optimal ist. So, aber jetzt finden natürlich sehende Menschen gar nicht das Gehör. Weil wenn der zum Bürgermeister geht und sagt, du pass auf, in Stadtplatzsanierung, ich habe hier einen Entwurf, wie das eigentlich am besten funktioniert, der kommt da gar nicht rein. Die ist alles schon vergeben und die sagen, da kommt der Verrückte, ne? Und diese Menschen, die wir als verrückt oder vielleicht sogar irgendwann in Psychiatrie spielen, die müssten wir wieder in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Und dann können wir unser normales Denken, unser strategisches Wirtschaften, das wir jetzt tun, anschließen. Dann haben wir eine ganz andere Welt. Also ne, ich habe mehrere Menschen hier gehabt, die in der Psychiatrie waren und auch ihr Plädoyer gegeben haben. Leute, das sind zum Teil Fähigkeiten, die man hat, wo einfach die Beschränkungen, die Filter weggefallen sind, ja, für eine andere Realität, ja, und dass wir diese Menschen würdigen und nutzen, nicht benutzen, aber nutzen, ja, zu schauen, okay, wenn wir also Filter haben, die wir nicht, bei manchen Menschen ist es halt schwierig, wenn die Filter komplett wegfallen, also wenn sie nicht mehr die Möglichkeit haben, durch ihre Willensentscheidung diesen Filter einzuschalten. Mhm. Ne, bei Leuten, die jetzt die Aura sehen können oder Hochsensible oder so, die haben da Probleme mit dem Filter wieder einzuschalten. Aber wenn wir wissen, wie geht das, ja, dass wir den Filter mal wegnehmen, dass wir nicht dicht sind, der ist nicht ganz dicht. Ja, darum sage ich ja, es ist diese Variationsbreite der Möglichkeiten. Wir sind, sage ich mal, in der Norm, in der Mitte. Wir haben also die grundlegenden Informationsfelder, die wir ausgreifen können, und wir kreieren mal unsere Realität. Und diese Menschen mit den Sonderfähigkeiten haben dann noch mehr Informationen zur Verfügung und können natürlich auch mehr. Und können natürlich auch noch mehr, so ein Beispiel, damit man sagt, okay, warum liegt das jenseits der Logik? Ich habe einen Markus Föhn in der Schweiz, das ist auch ein Lehrer für Berufsschule, Fahrzeugtechnik etc. Aber der hat auch diese Fähigkeit, diese Felder auszulesen. Da kommt eine Frau zu ihm, und sagt, was die Leute so Akasha-Chronik oder so nennen oder morphische Feld. Genau, also Information, da kommt der Dame zu ihm und sagt, Sie sind mir empfohlen worden, ich war schon bei x Ärzten und mir tut dieser Daumen extrem weh und keiner findet einen. Und jetzt haben gesagt, geh mal zu Markus und vielleicht kann dir der helfen. Okay. Ja. Der Markus schaut diese Dame an und sagt, jetzt gehen Sie wieder nach Hause und sprechen mit Ihrem Nachbarn. Mach ich da rein? Nein, versuche ich mit dem Nachbarn nicht. Mit dem Nachbarn spreche ich nicht mehr. Nee, nee.
Nee, die müssen ja ergebnisoffen, kein Problem. Sprechen Sie einfach wieder mit ihm und dann rufen Sie mich wieder an. Okay? Nach 2 Wochen ruft die Dame an und sagt, ach, ich habe mit Nachbarn gesprochen. Mein Danke, die Schmerzen von meinen Damen sind weg. Also wie willst du das mit der Logik begreifen? Also da würde ein Facharzt ja nie draufkommen, dass die Beziehungen zu dem Nachbarn psychosomatisch dazu geführt haben, dass der Dame so schmerzt. Das ist ja nur ein Beispiel von Millionen von Beispielen, wo man sagt, okay, hier kann ich Informationen abgreifen über dieses Unterbewusstsein, sagen wir mal, das ist den Zugang hat zu diesem größeren Bewusstseinsfeld. Das ist ja, Millionen Mach mehr ist es, wie unser Machtbewusstsein überhaupt machen kann. Wir erleben das in den Hypnosen. Genau. Genau. Fragen wir nach der Botschaft zum Beispiel des Krebses. Ja. Und da kommen tolle Sachen raus. Ganz genau. Auch Krankheiten sind teilweise psychosomatisch bedingt und falsche Lebenseinstellungen und so weiter. Genau. Ich meine, wenn wir das ernst nehmen, dass wir Bewusstsein sind und dass dieser Körper aus Bewusstsein geschaffen, also sozusagen geronnener Geist ist, dann ist der Krebs geronnener Geist. Richtig. Punkt. Genau. Und wenn der Geist da so etwas gerinnen lässt, man kann auch sagen, die Seele, dann frage ich, das ist eine Kontaktanfrage. Also Disharmonie in diesem Schwing- und Klangkörper, wenn man mal diesen, unseren Biocontainer mal so nennen darf, ein Schwing- und Klangkörper, der aus nichts besteht, weil es gibt ja nur nichts. Dieses Nichts ist geistig, also Bewusstsein. Wenn man es einmal Bewusstsein nennt, was auch immer Bewusstsein in Wirklichkeit ist, aber etwas, was bewusst ist, dann kann man natürlich hier ganz anders agieren. Da gibt es ja auch diesen Dr. Joe Dispenza, der sich ja selber erkeilt hat, der auch seine Vorträge hält, der sagt, über diese Meditation komme ich in dieses Jahr von diesen einen Realität in die unendlichen Realitäten, in einen unendlich anderen Zustand. Und hier kann ich mir auch, sage ich mal, selber heilen oder kann also mir Wünsche erfüllen, die ich im Materialistischen, sage ich mal, erst zusammensparen muss. Ja. Und hier kann ich mir die Synchronisationen nutzen. Das ist ja sozusagen mit allem, was die geistige Realität ist, wenn wir ein Werkzeug haben, dann kann man dieses Werkzeug zum einen wie zum anderen nutzen. Ja, darum kommen Ansiosen, also Materialisationen zustande, wo Dinge entstehen aus dem Nichts etc., wo die Menschen sagen, es geht ja gar nicht, Materie kann ich noch nicht erschaffen. Doch, unser Geist kann das. Die Frage ist jetzt bei Psi. Ja. Könnte es sein, ich habe jetzt mal so eine provokante Frage, könnte es sein, dass manche Menschen tatsächlich darunter sind, die sich die Art, so eine Art Pakt, also du kennst Faust, ja, so eine Art Pakt geschlossen haben, durch ihre Fähigkeiten können sie richtig gut Geld verdienen und Erfolg haben, aber sie dienen nicht dem liebevollen, die aufbauenden, sondern letztendlich doch, sag ich mal, dem Unlicht. Gut, das, du implizierst natürlich jetzt Dinge, die wir noch nicht angesprochen haben. Das heißt, diese geistige oder diese nicht sichtbaren, sagen wir für uns sichtbar, normal, sagen wir, normativen Menschen, diese nicht sichtbaren Existenzen gibt es natürlich in ihrer Ausprägung. Ne? Genauso wie hier gibt es Menschen, die sind guten Willen, da gibt es Menschen, die sind vielleicht ein bisschen nicht so gut unterwegs. Und so gibt es natürlich stark im Irrtum. Es gibt es auch auf der geistigen oder auf diesen anderen Realitätsebenen natürlich auch, je nachdem, was läuft. Und auch mit denen kann man natürlich hier zusammenarbeiten und dann hat man hier seinen Nutzen und der hat seinen Nutzen. Das muss aber nicht der Nutzen für uns sein. Das meine ich. Also, du hast vorhin von Seancen geredet, Tische, Rücken, Hexenbrett. Weil ich habe da eine natürliche Respekt. Da muss man aufpassen. Ja, davor, wenn ich das nur aus, also es ist, ich sag mal, um die Jahrhundertwende, letzte Jahrhundert, also 1900, gab es ja, das war ja, Tischrücken war ja. Volkssport. Volkssport. Aber da ist ja nicht nur Konstruktives und Aufbauendes passiert, sondern auch Zerstörendes. Ja, das ist klar. Wenn ich da versuche, mit dieser geistigen Welt in Kontakt zu treten, wenn ich nicht gerade sage, mein verstorbener Bruder, Schwester, wer auch immer ist, der mit der liebevolle Verbindung ist, sondern nur aus Jux und Tollerei hier mal versuche, hier mit anderen in Kontakt zu treten, dann kommen natürlich in der Regel auch diejenigen, die halt auch nur Jux und Tollerei, sage ich mal, weil
sag ich mal, Bewusstseine, ja, ja, die natürlich ganz anders kreativ unterwegs sind, vielleicht in ganz anderen, ja, Realitätsebenen unterwegs sind, die, mit denen wird man nicht so leicht in Kontakt kommen, sagen wir mal so. Mhm. Sondern bekommst du immer mit diesen, ja, Schurken in Kontakt, die sagen, okay, endlich haben wir jemanden, der will uns ernst nehmen, der sieht uns nicht, aber dann können wir richtige Faxen mit dem treiben. Und wenn man da nicht aufhört, dann gibt man natürlich... Also wo es um Macht geht. Ja, ne? Ja, da geht es bis zu körperlichen Schmerzen, bis zu Krautspuren, bis zu psychosomatischen Dingen, bis zur Psychiatrie, da kann tatsächlich auch bis zu diesen Besetzungen, diesen Box-In, alle diese Dinge kommen vor. Ne, also was würdest du Menschen raten, die sich, sag ich mal, für diese geistige Welt öffnen? Ja, weil du hast ja mit ganz, ganz vielen Menschen weltweit gesprochen. Literatur zu lesen und sich hier in das Thema einzulesen, es geht nicht, ohne dass man sich wie in der Schule auch, wenn ich einen Beruf üben will, muss ich diesen Beruf lernen. Und wenn ich lernen will, wie funktioniert diese geistige Welt, was ist alles um uns herum, wie kann man mit dem kommunizieren, wie ist das aufgebaut, wie ist das strukturiert, soweit man das jetzt schon weiß, dann gibt es hier Literatur darüber und das kann man sich natürlich anschauen. Mhm. Das würde ich tun. Also das geht nicht in einem Satz. Nicht, dass man wirklich aber auch mit Vorsicht an die Dinge rangehen. Mit Wachsamkeit, ja, Achtsamkeit. Genau. Und mit positiven Gedanken. Und nicht wollte gerade sagen, was ich damit erreichen will. Ja, genau. Nicht? Also, wenn ich wenn das ich mit einem bösen Geist spielen will, dann spielt er auch mit mir. Ne? Klar. Eben, eben. Also, weil da muss ich sagen, ganz naiv bin ich damals, ja, als ich mich mit Nahtod und dem Transzendenten anfing, bewusst zu beschäftigen, habe ich halt erst mal gedacht, alles Transzendente ist gut. Nee, nein, musste ich dann peu à peu einsehen, nein, ist es nicht. Ja gut, da kommen ja die Exorzisten muss, ne, von den Kirchen, die immer wieder versuchen auch. Und mittlerweile sagt die Psychiatrie, ja gut, der ist krank, also das Gehirn ist krank, aber wir wissen also eigentlich, sage ich immer so, dass da den größten Teil eben nicht krank sind, sondern irgendwo andere Mächte und Kräfte und Intelligenzen hier einfach sich diesen Schwing- und Klangkörper auch mitnutzen. Ja, da sind ja mehr drin in diesem Fahrzeug dann. Was würdest du gerne können? Was ich gerne können würde. Also von dem, was du jetzt dokumentiert hast. Ich hätte einen Wunsch. Ich werde versuchen, hier vielleicht eben einen Sponsor oder jemanden zu finden. Was wir bräuchten, wäre tatsächlich ein Fernsehsender. 56% der Bevölkerung ist ja doch nur über das TV erreichbar. Natürlich auch über diese alternativen Medien, Gott sei Dank gibt es die und so weiter. Wir bräuchten einen Fernsehsender, der diese Themen. Können wir normaler Sender jede Stunde Nachrichten, dann eine Dokumentation, dann eine Talksendung, dann ein Einzelgespräch, dann Berichte aus aller Welt. Wenn diese Dinge hier so kommunizieren, wie wir den Rest unseres Materialismus kommunizieren, dann hätte man, dann wird man diese Welt changen und dann wird man sagen, okay, wir haben ja die 3/4 der Information, die ist uns ja noch gar nicht zur Verfügung gestellt worden. Das würde hier tatsächlich den Finger in die Wunde legen und das würde diese Welt changen und zwar relativ schnell. Mhm. Okay, du hast es sozusagen auf der Materieebene eben beantwortet. Man muss ja den, sage ich mal in Anführungsstrichen, das Bild mit dem Waffen schlagen, das ist ja selber hart über Kommunikation und es geht nicht anders. Man muss das kommunizieren. Ich hab tatsächlich gemeint, es ist immer interessant, wie die Menschen das, eine Frage verstehen, gemeint tatsächlich von den Fähigkeiten, die du dokumentiert hast. Gibt es da eine Fähigkeit, wo du sagst, das finde ich schön, wenn ich das könnte. Oh, da habe ich mir noch gar nicht keine Gedanken drüber gemacht, aber natürlich der Kontakt zu nichtmenschlichen Intelligenzen auf Wunsch und Laune, so wie ich das gern hätte, wenn ich eine bestimmte Information bräuchte, wenn das noch besser klappen würde, dann das wäre schon gut. Ich habe da gerade das Wort Wikipedia im Geist, weil ich habe gerade eine Message bekommen, dass Putin also ein eigenes Wikipedia da aufbauen will. Das Wort Akasha-Chronik, ja, wird ja gesagt, dass da alles aufgezeichnet ist und sonst was. Könntest du das vorstellen, dass wir in, ich sag mal, 20, 30 Jahren nicht mehr den Computer in Gang setzen, um uns auf einer zurzeit sehr tendenziösen Plattformen wie Wikipedia zu bewegen, dass wir die Fragen, die wir haben, einfach stellen und eine Antwort bekommen. Ja, wie gesagt, indem dass diese Sachen, die wir tun, mehr kommunizieren, werden sich mehr Menschen mit diesen Sonderfähigkeiten melden. Ich hoffe bitte bei mir, ich habe auch die richtige Ansprache, ich nehme euch auch wirklich ernst. Und es melden sich auch immer wieder welche bei mir und ich bin immer noch überrascht, welche Fähigkeiten dass es noch alles gibt. Mhm. Weil wir brauchen diese Menschen später als die zentralen denkenden Menschen, die, sagen wir mal, hier Lösungen haben, wie wir in die Zukunft gehen müssen.
um hier, sage ich mal, aus diesem ja, momentan Wachstum ohne Ende und Umweltzerstörung rauszukommen. Das kann man so nicht weiter, auch wenn es eine virtuelle Realität ist. Aber das ist ja so, wenn du hier eine virtuelle, sage ich mal, ein Virus einschleust und irgendwo ist das Spiel dann plötzlich kaputt, dann ist es auch nicht mehr so schön. Da müssen wir irgendwo anders inkarnieren, aber hier nicht mehr. Rupert Sheldrick hat mal gesagt, vielleicht wird es in Zukunft zwischen Cambridge und Oxford keine Ruderwettbewerbe mehr geben, sondern dass sie qua ihres Geistes, ihres Bewusstseins einen Roboter versuchen das zu bewegen. Ne? Das wird mit Sicherheit kommen, das ist nicht das Problem, das gibt es ja auch mittlerweile immer mehr. Also die Google hat ja den ersten Quantencomputer jetzt, glaube ich, gerade zum Laufen gebracht, wenn man sich vorstellt, der hat eine Rechenaufgabe gelöst. Der schnellste Rechner, den wir jetzt gerade haben, der klassische Rechner, 10.000 Jahre gebraucht hat, hat der in 3 Minuten gemacht. Und am Ende kamen 42 raus. Ja, weiß ich nicht. Ja, also es tut sich schon was, aber ich glaube nicht, dass im Transhumanismus, also in der Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine oder in diesen Anwendungen, die wir gerade hier, sage ich mal, in ja, materialistisch denkenden Weise hier anwenden, dass da unsere Zukunft liegen wird. Das glaube ich nicht. Würde ich gerne aufnehmen. Da läuft im Hintergrund ganz was anderes, da kommen wir noch drauf. Ja, also würd ich gerne fragen. Könnte es sein, dass diese Entwicklung jetzt unserer Fähigkeit, dass wir unsere Filter wegnehmen, immer mehr wegnehmen, indem wir uns einer Realität öffnen, die viel realistischer offensichtlich ist als das, was wir hier uns schaffen. Ja, vielleicht ist das der falsche Ausdruck. Entschuldige, dass ich mich korrigieren muss. Ja, du hast einen Gedanken dazu. Nochmal zurück. Diese Realität, die wir hier wahrnehmen, ist eine von uns nach außen projizierte Realität. Das heißt, unser Biocontainer, dieser Biocontainer, diese Software, gestaltet diese Realität nach diesen Gesetzmäßigkeiten, wie er gelernt hat. So. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, diese Realität umzugestalten. Das Kollektiv kommt überein und sagt, okay, werfen unsere ganzen Glaubenssätze über Bord und von klein auf gestalten uns eine andere Realität, die anders ausschaut, dann würde das gehen. Auch mit diesem Biocontainer. Und das Zweite ist das, diesen Biocontainer abzugraden. Das heißt, ich gebe den neue Software, dass der auch andere Informationen, diese Zusatzinformationen, sage ich mal, aus Standard-Biocontainer nutzen kann. Und dann ist die Kreation dieser Realität gar nicht, eine ganz andere. Und das läuft jetzt gerade im Hintergrund ab. Upgrade. Wie kann man sich das vorstellen? Indem das sehr viele höher entwickelte, wenn ich mal so sagen darf, oder Zivilisationen oder Biocontainer oder Existenzen, die in anderen Realitätsebenen agieren oder auch Realitätsebenen wechseln können, hier in dieses Spiel, sage ich mal, nicht eingreifen, aber dieses Spiel, sage ich mal, upgraden, indem dass sie, sagen wir mal, ganz klassisch Menschen entführen, der hat aber vorher, bevor er inkarniert ist, schon seine Zustimmung gegeben, an diesem Biocontainer energetisch, sage ich mal, über die DNA bestimmte Sequenzen freischalten, um hier Fähigkeiten freizulegen, dass der Biocontainer eben mehr kann. Psi-Fähigkeiten ist dann der nächste Schritt, was diese Kinder oder diese Leute dann können. Und ich habe da hier... Was können die dann zu? Ja, Psi-Fähigkeiten. Wasserheilen, Telekinese, Telepathie, alle diese Dinge sind Standard. Sie können auch automatisch diese Akasha-Chronik oder dieses Informationsfeld mit diesem Wissen, das ja abgespeichert wird, alles, was passiert, wird abgespeichert, auslesen. Also wir brauchen eigentlich theoretisch keine Schule mehr besuchen, sondern nur einfach diese Informationen auslesen. Und darum werden ja weltweit ja gerade Kinder geboren, die sind zwischen 3 und 8 Jahre alt, die über Nacht 5, 6 Sprachen sprechen, die alle diese Sternensprache sprechen, also diese Sprache von diesen Extraterrestrials, sag ich jetzt mal, oder diesen nichtmenschlichen Intelligenzen, die haben auch eine Sprache und die können dich auch schreiben. Und die werden auch sehr oft geschult da oben, aber nicht mit dem physischen Körper, sondern mit dem Astralkörper. Das ist natürlich jetzt ein Feld, da schalten die Leute jetzt natürlich in den Sender ab und sagen, jetzt fangen wir an. Nein, nicht meine Zuschauer. Aber das ist auch hier dokumentiert, teilweise in meinem nächsten Film da in Kontakt, das passiert jeden Tag. Und das ist unglaublich, was da abgeht. Das heißt, wir sind gerade dabei, diese nächste Stufe der Evolution, sagen wir mal, Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis und dann Homo sapiens. Und jetzt ist dabei, diesen Homo sapiens Biocontainer abzugraden,
Ein Beispiel. Asperger-Syndrom, das wird ja bei uns auch als kleiner Autismus beschrieben. Mhm. Greta Thunberg, die ja gerade so umstritten ist, ist auch Asperger-Syndrom. Die denken und handeln ganz anders, weil ihr Biocontainer, ihre DNA, ihre Verdrahtung ganz anders ist und kommen zu ganz anderen Handlungsmustern. 1970 war nur eins von 5000 Kindern mit Asperger-Syndrom, mittlerweile ist eins von 45. Das heißt, was hier im Hintergrund passiert, ist extrem. Und das ist nur eins von diesen Dingen, was passiert. Asperger, okay. Ich habe es gelernt, dass das eine Form von Autismus sein soll. Ich sehe es eine Weiterentwicklung. Und das ist spannend, also nur eine andere Perspektive. Die denken und handeln ganz anders wie wir. Weil wir haben es ja nicht geschafft, mit diesem Biocontainer diese theoretische Ethik, die wir aufgesetzt haben, ne? Da haben wir gesagt, diese 10 Gebote, wie auch immer, die wissen wir eigentlich theoretisch, was wir tun müssen, damit wir alle ein gutes Leben führen, damit wir nicht den anderen den Schädel einschlagen müssen. Ne? Das wissen wir alle, wunderbar, das ist ja dokumentiert. Aber wir schaffen es in der Gesellschaft, in unseren Strukturen, die wir aufbauen, nicht das umzusetzen. Ne? Dann führen wir Kriege. Dann bauen wir Zäune um unsere Häuser und sperren die Haustüre zu, weil sich viele da nicht dran halten können, an diese einfachen Dinge. Also müssen wir offensichtlich hier die nächste Stufe dieser Evolution, also in diesem Spiel, das ja immer weiter geht, immer weiter abgegradet wird, in die nächste Stufe bringen. Und das passiert gerade. Okay, ja, es gibt ja, ich glaube, Armin Risi gehört zu denen, die sagen, wir sind jetzt an der Schwelle zu einem anderen Zeitalter, was uns näher der Zentralsonne unserer Galaxie bringt und dadurch ganz andere Energien jetzt frei werden. Also ich kann es nur sagen, Anfang der 90er hast du ganz wenige Bücher gehabt, ja, über Spiritualität. Das fing gerade da an. Und jetzt hast du meterweise, ne, und der eben Alexander, ne, als Bestseller, ich glaube, Blick ins Jenseits ja, oder so. Ja, Proof of Heaven, Blick in die Ewigkeit, Oder Blick in die Ewigkeit, genau. Also, es gibt genügend, wie gesagt, Menschen, die nicht aufwachen, sagt man, also die jetzt ihre Informationen, die sie bekommen, nicht mehr wegdrücken und sagen, okay, wahrscheinlich habe ich mich getäuscht und habe doch irgendwie dieses Lichtwesen nicht gesehen, es war vielleicht doch nur ein Lichtstrahl auf dem Fenster vom Mond oder was auch immer. Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung hat ja eben schon bereits ein paranormales Phänomen, also diese Phänomene passieren. Also ich habe auch mit dem Edgar Mitchell Foundation zu tun. Das ist, Edgar Mitchell war der sechste Mann auf dem Mond, der hat vor zwei Jahren gestorben. Aber der Mitbegründer, der Dr. Ray Hernandez, ist eigentlich ein Rechtsanwalt und der hat ja eine extreme paranormale Erfahrung machen dürfen. Mhm. Vielleicht ist das ein bisschen ein Hintergrund, warum ich plötzlich von diesen Themen zu diesem Thema komme. Ich möchte die Geschichte kurz erzählen, was dem passiert ist. Der liegt sonntags in der Früh im Bett. Um 6 Uhr früh kommt die Frau, weckt ihn auf und sagt, komm bitte schnell ins Wohnzimmer runter. Und sagt, weiß mich da in meinen Nachtmantel und geht da ins Wohnzimmer runter. Und sieht da mitten im Wohnzimmer ein Lichtenergiewesen, sagt er, so 60 cm breit, 50 hoch, keine Ahnung, 30 tief, das so flimmert. Und mitten im Wohnzimmer, und in dem Moment macht es Klick, ist die Frau verschwunden, Klick, ist der Hund verschwunden. Der Hund war aber eigentlich, muss ich dazu sagen, der Hund war schon sehr alt, müsste fast eingeschläfert werden, der konnte sich nicht mehr bewegen, der war auch weg. Dann spricht dieses Wesen mit ihm telepathisch und sagt, okay, alles gut, leg dich wieder hin, wunderbar. Jetzt geht der wie in Trance wieder ins Bett, legt sich wieder hin. Nach einer Dreiviertelstunde kommt er auf und sagt, Mensch, meine Frau, mein Hund, runter ins Wohnzimmer. Ja, ja. Die Frau ist wieder zurück. Und der Hund ist der Hund auch, der läuft rauf und runter wie ein Wilder. Und die Frau sagt, oh, Angel is coming. Und sagt, ne, also es war alles möglich, aber Engel war das nicht. Und so hat er ein dieser Phänomene nach dem anderen bekommen, bis zu dem Tag, wo er mitten vom Auto fahren in die Arbeit aus dem Auto geholt wird, ist er mitten in einem Nichts im Schwarz. Vor ihm wird ihm ein altes Wagenrad gezeigt, und zwischen jeder Speiche läuft ein Video. Ein Video zum Nahtoderfahrung, ein Video zu außerkörperlichen Reisen, ein Video zu schamanistischen Reisen, ein Body Experience, wie auch immer. Und mit dem Hinweis, das ist alles das Gleiche, ein Blick in die Kreis, erweiterte Realität. Und du bist derjenige, der das jetzt mal beweisen muss. Zack, und ist wieder im Auto drin, er sucht natürlich dann die Kontakte, fängt an zu forschen, trifft den Edgar Mitchell und begründet eben diese 2004, diese Edgar Mitchell Foundation, haben dann eben eine weltweite Umfrage gemacht in 100 Ländern über 4600 Personen und haben untersucht, wie viele Menschen hatten denn schon Kontakt zu diesen nichtmenschlichen Intelligenzen, die sie UFO-Entführung auch dazugehört.
Und da kam raus, dass über 85% das schon hatten, von denen, die wo teilgenommen haben. Und das teilweise schon ein Leben lang. Also das heißt, was hier im Hintergrund abläuft, was überhaupt nicht drüber gesprochen wird, ist so massiv, was da läuft. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Du hast ja jetzt auch einen neuen Film darüber gemacht. Ja. Da machen wir mal ein extra Gespräch. Ja. Dieser Film über die Psi-Phänomene, da hast du die Wissenschaftler befragt. Auch, ja. Ich habe immer Wissenschaft und immer auch Menschen drin, die diese Fähigkeiten haben. Das sieht man dann auch. Das ist auch mitgefilmt, ja. Also sind auch Beispiele ich habe ja auch Wissenschaftler vor der Kamera sozusagen viel. Ja, also die Wissenschaftler machen ja auch diese, sage ich mal, Dokumente. Also ich habe hier den Dr. Dean Reddin oder den Dr. Stephen Browdy. Da ist die Goldleaf Lady drin, die am Körper Blattgold ausschwitzt. Da habe ich den mexikanischen Familienvater drin, der einen Tisch zum Levitieren bringt, unter Laborbedingungen, alles verkabelt etc. Ja. Das Ding sind alle dokumentiert, das weiß noch keiner. Und das hast du auch das in dem... Das ist alles in dem Film mit drauf, ja klar. Hoi. Spannend, spannend. Also wir sind, glaube ich, ganz am Anfang eine Welt, die so viel spektakulärer, so viel kreativer ist als das, was wir hier im Hamsterrad... Da reicht unsere Fantasie gar nicht aus, was alles möglich ist. Ja, also ich glaube, es ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Es muss die menschliche Entwicklung, also die Entwicklung als Mensch einhergehen mit diesen Fähigkeiten. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das jetzt erst kommt. Weil... Ich glaube, der nächste, also die Verantwortung, ich muss, wenn ich ein Instrument habe, was sowohl als auch, das Messer ist ein schönes Beispiel, ja du kannst mit dem Messer Altäre schnitzen, ja, und du kannst aber auch den Bauch aufschlitzen. Genau. So, das heißt, wenn ich solche Fähigkeiten habe, muss ich als Mensch ja auch gleichzeitig ethisch. Ja, jetzt sind wir genau dort, wo wir hinwollen. Gewachsen. Das heißt, was soll das Ganze? Ja. Ich fasse es jetzt mal kurz zusammen. Wir leben in einer virtuellen Simulation, in einem Biocontainer, in einem Avatar. Mhm. Es gibt unzählige von diesen Realitäten. Mhm. Und wir als Seele, als dieser Seelenfunke, kann sich ein Spiel, da gehen wir auf die Voraussetzung, gehen wir jetzt nicht ein, sucht sich ein Spiel aus und sagt, okay, in dieses Spiel gehe ich rein, um zu lernen. Und zwar diese Dinge zu lernen, was ist alles möglich, wie gehe ich damit um, und wie lerne ich, wie erweitere ich mein Bewusstsein, damit ich vielleicht, sagen wir mal, das nächste Level in ein anderes Spiel kommen kann und andere Dinge tun kann. Ich höre, dass die Spiele gehen, desto kreativer werden diese Spiele, etc. Das heißt, ich selber kann ja gar nicht kaputt gehen, also den Tod ist ja nur immer nur dieses Spiel verlassen und in ein anderes Spiel kann man dazwischen dann einmal ausruhen oder wie auch immer, dann gibt es Gespräche und kann sagen, okay, was läuft gut, was nicht läuft, welches Spiel ist für dich das nächste Spiel, wo gehst du rein, mit wem gehst du rein, als Kollektiv etc. Das ist so komplex. Und diese Dinge, das müssten wir eigentlich in den Schulen lernen. Und das ist auch einer in meinem Film, dem Psi, das ist der Jürgen Ziwi, der als in seiner Meditation in der Lage ist, in diese Welten zu tauchen, diese Welten als Reporter zu untersuchen, hat darüber Bücher geschrieben und er kann das sogar noch visualisieren, indem er Künstler ist, er macht da Videos und Filme drüber, das sieht man auch in meinem Buch, damit man schon Einblick gibt, wie sind denn diese anderen Realitäten, was läuft da ab? Und eins kann man auch sagen, alle sind so fest wie hier. Alles? Alles ist so fest wie hier. Also genau die gleiche Illusion? Genau die gleiche Illusion. Also, nur andere Naturgesetze, andere Möglichkeiten, ganz andere Visualisierung von dem, was ich tun möchte. Und so weiter. Also da haben wir noch was zu lernen. Das heißt, wenn du in einem Jahr wiederkommst, müssen wir hier einen etwas größeren Tisch. Also du bist schon am nächsten Projekt dran. Ne? Ja, ich bin am nächsten Projekt dran. Das nächste Projekt heißt das Universum des Bewusstseins, wo ich diese Dinge aufzeige, diese Menschen mit diesen Sonderfähigkeiten noch ein bisschen mehr dokumentieren werde, um zu sehen, was alles möglich ist. Nibomuk, das mit dem jetzt jüngsten Film, also Erstkontakt oder E.T.-Kontakt, das interessiert mich natürlich brennend, weil ich tatsächlich schon als Jugendlicher die Vision hatte, dass ich das noch erlebe. Können wir gleich drüber sprechen. Mhm. Gerne in einem anderen Gespräch über deinen Film Erstkontakt. Ich danke dir für dein Hiersein, für deine Ausführungen zu dem Psi-Kontakt. Das war ja sozusagen die Spitze des Eisbergs. Die Spitze der Spitze des Eisbergs, was du hier angekratzt hast. Aber es geht in diesen Sendungen darum,
sprichst die Leute an, dann werden sie sich weiter informieren. Und vielen, vielen Dank erstmal für dieses erste Gespräch. Ich bedanke mich bei dir sehr herzlich, dass du mich eingeladen hast. Ja. Danke. Liebe Zuschauer, wie ich es eben gesagt habe, die Spitze der Spitze des Eisberges. Wir leben in einer Zeit, die da draußen im Moment total verwirrend zu sein scheint. Aber ist es vielleicht diese Zeit zwischen zwei Mustern? Das Alte wirkt nicht mehr wirklich. Auch wenn die jetzt den Heilpraktiker abschaffen wollen, so mit letzter Kraft, das Neue verhindern wollen. Es geht nicht. Machen Sie sich auf den Weg. Sie werden staunen, wie Ihre kindliche Neugier wieder erweckt, ein Universum zu entdecken, das so viel fantastischer ist als das, was uns hier vorgegaukelt wird. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.